Und die Nadel sitzt schon wieder. Ich schaue mir das an und die Nadel sitzt. Ich will es spielen, stundenlang. Ich will plötzlich bemerken, dass es morgen geworden ist. Und das Schöne ist, ausnahmsweise mal eine Sucht, die kostenlos ist. Weil Plants vs. Zombies 2 ist ein Free-to-Play-Spiel, wie man es so schön nennt. Da stellen sich mir aber auch gleich die Nackenhaare auf und ein paar Alarmsirenen schrillen. Da gibt es doch bestimmt ganz fiese, manipulative Premium-Items, die man kaufen kann. Ja, einen Teil davon sieht man gerade, weil das ist eine Spezialfähigkeit, die hier gerade angewandt wird, mit der man die Zombies wegwerfen kann. Und die wiederum kostet Geld, also Ingame-Währung, sieht man oben rechts, diese 5.540 sind so Goldmünzen. Die kann man zwar durch Spielen verdienen, aber natürlich geht es auch eben durch so Microtransactions. Und da kann ich zum Beispiel dann für ein paar Euro eben auch auf deutlich schnellere Art und Weise mir so wie so eine Smart-Bomb letztendlich für jedes Level kaufen und da dann einfacher durchkommen. Aber ich muss sagen, ich habe es jetzt inzwischen schon ziemlich viel und ziemlich lang gespielt auf iPad und iPhone. Und man kann es auch wirklich ohne Kohle auszugeben super spielen. Es ist extrem umfangreich, deutlich umfangreicher als der erste Teil, auch viel abwechslungsreicher. Man sieht ja jetzt hier gerade, es ist die Ägyptenwelt, es gibt später noch eine Piratenwelt. Also ist alles Mögliche so drin. Insgesamt sind es drei große Welten und noch eine vierte zum Freischalten. So eine Art Unterweltgeschichte. Und die haben jeweils immer so 10 Hauptlevels und dann gibt es noch so Seitenwege, die man mit so Schlüsseln öffnen kann. Da ist aber auch wieder das Problem, Schlüssel kann man entweder finden im Spiel oder, na, rate mal. Ganz bequem kaufen, ein netter Service der Hersteller. Genau, hier unten übrigens der Yeti, wenn man den kaputt macht, findet man auch ein Geschenk, das ist dann aber kostenlos. Überhaupt gibt es überall so ein bisschen was zu entdecken, mal kriegt man eine neue Pflanze, mal findet man einfach nur Geld, mal gibt es irgendwie andere Geschichten, also schon echt ganz witzig gemacht. Außerdem ist die Story, diese natürlich doofe Story, aber halt lustig gemachte Story wieder ziemlich witzig. Hier sieht man eben diese Nebenwege, die es da so gibt, erinnert ein bisschen an Mario oder so, diese Oberwelt. Da gibt es dann so Sterne, die man eben freischalten kann, wenn man bestimmte Levels mit bestimmten Zusatzaufgaben schafft. Also zum Beispiel, dass man gar keinen seiner Rasenmäher einsetzen muss. Ist ja immer so, dass wenn die Zombies durchlaufen, erstmal ein Rasenmäher einem einmal hilft, wie so ein Last Stand-Ding. Und da sieht man das zum Beispiel jetzt hier, verliere keinen Rasenmäher. Und wenn man das dann schafft, bekommt man Sterne, die nochmal zusätzlich motivieren. Ansonsten ist das Gameplay natürlich gleich geblieben. Links die Pflanzen, rechts die Zombies. Man hat am Anfang wieder die Auswahl, aus einem bestimmten Pool eben Pflanzen auszusuchen. Hier sieht man auch nochmal die drei Welten, die drei Hauptwelten. Wilder Westen war das dritte, was ich vorher nicht erwähnt hatte. Ich Gauner. Das ist die Piratenwelt. Und was da aber auch wieder ein bisschen schade ist, es gibt einige Pflanzen, die zum Beispiel im ersten Teil auch schon drin waren, die man auch hier wirklich kaufen muss. Also die sind nicht wirklich wichtig, um es durchzuspielen, aber man hat sonst quasi diese Pflanze gar nicht, man muss sie letztendlich kaufen. Und die anderen werden halt im Spielverlauf freigeschaltet, was auch ziemlich cool ist, weil man immer auf dieser Weltkarte sehen kann, welche Pflanze an welcher Stelle freigeschaltet wird. Also kann ich meine Wege dementsprechend planen, wenn ich zum Beispiel möchte, dass diese Doppelsonnenblume, die man da sieht, die ja das Upgrade von der normalen Sonnenblume ist, wenn ich zum Beispiel die haben möchte, weiß ich genau, wo ich lang muss. Das ist ziemlich cool. Ansonsten sind die neuen Pflanzen jetzt nicht so besonders spektakulär, gibt es so eine Bumerangpflanze und so weiter, aber am Ende des Tages zählt ja eh nur das Grundgameplay und das haben sie Gott sei Dank nicht angefasst und damit bleibt super, außer was noch Neues hat man gerade gesehen da unten, so Dünger gibt es jetzt, diese kleine grüne Blattpflanze da unten, die kann man auf seine bestehenden Pflanzen draufziehen und hat dann mal kurzfristig wie so ein Doping, also die schießt dann schneller oder so. Ansonsten, brillantes Spiel, kostet eigentlich nichts, also wenn man nicht quasi der Versuchung erliegt, dauernd irgendwie durch die Level rennen zu müssen. Und dafür ist es einfach brillant. Nur auf dem iPhone finde ich es ein bisschen zu fitzelig, die ganzen kleinen Icons. Ansonsten, also wer ein iPad hat und das Ding nicht runterlädt, der braucht auch nicht mehr, keine Ahnung, morgens aufstehen und aufs Klo gehen. Ja, und auch wenn sie nicht so viel getan hat in Sachen Innovation, dem Süchtigen ist es ja egal, Hauptsache eine neue Dröhnung. Das passt zu dir.